Dann bleibe ich eben hier stehen. Ich sehe die Ampel eh nicht. Ach doch, ich sehe da rechts ein rotes Schimmern in der Scheibe. Wenn das weggeht, kann ich links abbiegen. Na, fast. Also. Das ist übrigens mein Stuhl. Wenn der irgendwann mal im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist meistens mein Stuhl. Oder meine Schwester. Mehr Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, aber da die zurzeit nicht da ist, mein Stuhl. So. Sind wir schon gleich da. Mal gucken, wo wir das abliefern müssen. Also, ich konnte jetzt den Hersteller nachgucken, aber das sagt mir noch lange nicht, wo das ist. Irgendwo mitten in Amsterdam halt. Also, sehe ich jetzt. Hätte ich auch außerhalb sein können, aber jetzt sehe ich, dass es mittendrin ist. Ziemlich mittendrin. Da ist eine Ampel. Bremsen. Oder? Ach, das ist ja schön. Wenn ich 22 Tonnen dabei habe, rollt der LKW nicht von allein weg. Oh, die Ampel ist grün. Das wusste ich. Wenn der jetzt fährt und ich schuld bin, ne? Nicht fahren. Nicht fahren. Nicht fahren. Hochschalten. Nicht fahren. Okay, ganz fahren. Jetzt ist es mir scheißegal, solange er nicht in mir reinfährt. In mir reinfährt. In mich reinfährt. So, ich glaube, die Vorhersage der Zeit passt sich der Geschwindigkeit an. Kommt mir jedenfalls vor, weil da habe ich für 1 Kilometer eine Minute gebraucht. Und ich glaube, das war vorher nicht so, dass 1 Kilometer eine Minute entsprach. So. So, das werde ich nicht nutzen, soweit es geht. Vielleicht habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr auf einparken und dann werde ich es benutzen, aber jetzt erstmal nicht. So, ich werde ein bisschen auf die Straße rausfahren. Und ich brauche einen Warnblinkerknopf. Damit alle wissen, ich packe ein. Optionen. Tastenbelegung. Der Warnblinker. Die Warnblinkanlage. Die kommt hier hin. Mach ich gleich an. Blink, blink. Ich hoffe, das ist überhaupt die richtige Lücke, wo ich gerade rein will. Ah, das sieht gut aus. Nicht ganz perfekt, aber ziemlich gut, meiner Meinung nach. Für meine Verhältnisse. So. Ja, gute Arbeit. Warum nur gute? Ach so, ich habe einmal etwas. Ich bin einmal gegen die Wand gefahren. Fortfahren. So, ich würde gerne. Ich glaube, ich mache das hier. Und das hier. Das mit dem Feuer ist hier. Brennbare Feststoffe oder toxische und infektiöse Stoffe. Das hört sich auch nicht an. Kann ich irgendwelche Krankheitserreger der Regierung rumfahren, die dann tausende Menschen töten werden? Naja, ich hoffe, euch hat euch der erste Part von meinem ETS 2 Let's Play gefallen. Oder halt die ersten Parts. Ja. Bis denn und. Nee, passt. Ich habe genug Aufnahme für die ersten paar Folgen. Bis dann und tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part. Let's Play Eurotruck Simulator 2. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wo ich bin. Ja, das liegt daran, ich habe währenddessen eigentlich schon mal 2 Fahrten aufgenommen. Deswegen bin ich jetzt auch schon ein bisschen weiter. Das Problem ist, die 2 Fahrten waren eine Katastrophe und das kann ich so auf gar keinen Fall hochladen. Das heißt, wir werden das Ganze nochmal fahren. Also, was heißt nochmal fahren? Wir werden jetzt einfach hier weitermachen. So, außer mal wieder den Co-Moderator dabei. Ne? Sag hallo. Hallo. Genau, der Niklas. Wie in Life a Dream. SHMP. Ja. Manche Leute nennen SHMP. Aber nicht viele. Man kann auch einfach SHMP, Life a Dream sagen. Naja, wir nehmen erstmal einen Auftrag an. So.
Und zwar, ach nee, als allererstes tun wir erstmal unsere Schulden zurückzahlen. Bei der Bank. Die 49.463. Gut, und jetzt ein Auftrag. So, wir fahren nach London. Also mal nach England, das dürfte ganz interessant werden. Ach nein, der Auftrag fängt in England an. Ich werde es nie raffen. Okay, ich möchte gerne hier starten. Nach London. Doch. Oh Gott. Das wusste ich. Also. So, ja, wir haben immer noch den schlechten LKW. Ich konnte mir in der Zeit keinen neuen kaufen, beziehungsweise keinen neuen Motor. Niklas, weißt du, wie viel ein neuer Motor kostet? Boah, der ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so teuer. Ich habe keinen Sound. Ich bin gleich wieder da. Ich gucke nur noch kurz nach dem Sound. So, da sind wir wieder. So, ich muss jetzt das Spiel noch starten, damit ja der Sound wieder da ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das liegt. Also ich hoffe, dass jetzt wieder da ist. Kurz gucken. Ja. Habe ich Sound. Gut, okay, der Weg ist noch eingegeben. Hatte Hallo. ich nicht die Stadt eingegeben, wo ich gerade bin? Okay, dann fahren wir jetzt erstmal nach Frankfurt. Und von da aus können wir dann nach London fahren. Oder allgemein ne, hier, da drüben, die Insel. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Gesprächsthemen haben wir uns jetzt vorher mal keine Gedanken gemacht. Ja, lieber Das. nicht, dass es sonst hier noch Ja, das wieder hatten wir das alles schon im ausartet. Vorfeld besprochen. Ja, das, Och nee, jetzt habe ich nicht auf OK gedrückt. Ich bin doch so doof. Nein, Niklas, warum denkst du denn sowas? So, ja. Ich werde es wahrscheinlich auch als nächstes wieder, also beim nächsten Level. Ich bin ein Level aufgestiegen. Währenddessen, oh, ich darf nur 70 fahren. Hier. Ich bin ein Level aufgestiegen, wo ihr jetzt nicht dabei wart. Das kann man hier in den Fähigkeiten sehen. Da habe ich irgendwas Neues. Das hier ist es. Und die beiden letzten werde ich mir jetzt dann noch bald holen. Also bei den nächsten beiden Leveln, damit ich auch mal längere Fahrten machen kann. So, Mods habe ich immer noch keine. Einfach, weil ich noch nicht geguckt habe. Also ich könnte den Xenon mal empfehlen. Ja, mal gucken. Ich werde mir jetzt erstmal um die wichtigen kümmern, also um die TSM-App und so. Der die TSM-Map ist auch cool. Da musst du aber noch einen Spielstand anfangen. Muss man? Jipp. Sicher? Soweit ich weiß schon. Also ich habe einen neuen anfangen müssen. Ja, ich hatte aber Aber es kann unwissend. sein, dass es funktioniert ohne. Du hast die TSM-App zurzeit drauf? Nein. So, wo du sie mal drauf hattest. Yep. Ja, kommen ständig neue Versionen. Ist ja inzwischen bei 5. Yep. So, noch 20 Kilometer ohne Auflieger. Und ich fahre viel zu langsam. Also, nicht zu langsam, sondern im Gegensatz zu wie schnell ich eigentlich fahren dürfte. Gibt's da nicht Gesetze, dass man eine bestimmte Geschwindigkeit überschreiten muss? Nein. Obwohl auf der Autobahn, oder? Ich meine, langsame Ich Autos glaube, dürfen da gar nicht drauf. ja, Also so richtig aber langsame. du musst, ja doch, du musst, glaube ich, 90 fahren oder 80, das kann schon sein.
Ja, 80 LKWs können ja, dürfen auf der Autobahn auch noch 80 fahren. Oma, spielst du gerade nebenbei? Omsi. Erzähl uns doch was darüber. Es gibt keinen sechsten Gang. Das wollte ich genau, das wollte ich erzählen. Ich schätze mal, du sitzt am Bus. Wundert dich das? Nö. Du weißt, Gänge haben doch eh LKWs, oder? Gibt es irgendwas mit mehr Gängen als LKWs? Das heißt, der sechste Gang ist unbelegt. Ja. So, jetzt wirklich mal auf.